Vielen Dank für 2000 Abonnenten. Das ist einfach unglaublich. Wir freuen uns so arg. Vielen, vielen Dank für jeden, der uns abonniert hat. Das ging so schnell. Wir hatten gerade überlegt, was wir als 1000 Abo-Special machen wollen. Und jetzt haben wir schon 2000. Deswegen wird es jetzt einfach ein 2000 Abo-Special. Und ich hoffe, ihr freut euch. Wir zeigen euch heute unsere Playmobil-Sammlung. Und ich würde sagen, los geht's. Das hier ist unsere Luxusvilla, aber die kennt ihr ja schon aus unseren Videos, also die müssen wir nicht zeigen. Dann hier ist das Nachbarhaus, hier wohnt die Familie Reisig, das ist das moderne Wohnhaus. Das hier ist für mich die wichtigste Box, ich nenne sie die Familie Neumann Box. Hier sind lauter Sachen drin, die der Familie Neumann gehören, zum Beispiel andere Figuren oder Möbelstücke, die früher mal im Haus standen. Ja, und hier seht ihr auch verschiedene Figuren für Amelie. Jetzt sind wir bei einem anderen Fach. Hier steht zum Beispiel das Auto der Familie Neumann. Und hier ist eine große Box mit ganz vielen Tieren drinnen. So große wie zum Beispiel ein Delfin oder einfach ein Ziegenbock. Hier ist zum Beispiel noch so eine Sitzstange für einen Raubvogel. Dann haben wir hier noch Flamingos, auch in ganz verschiedenen Farben. Oder eine Eule zum Beispiel. Also hier sind ganz verschiedene Tiere drinnen. Hier haben wir eine Kiste mit Spielzeug für die Playmobil-Menschen. Hier sind zum Beispiel Luftballons drinnen oder da ist auch ein Puppentheater oder Verkleidungen, also diese Röcke hier. Dann Puppen. Hier ist eine Bühne von einem Clown und das spielt sogar Musik ab. Ich zeig's euch mal. Hier haben wir ein Wohnmobil und in dieser Kiste sind lauter Sachen, die in einem Gemischtwarenladen stehen könnten. Hier sind zum Beispiel eine Mülltonne, eine Leiter oder auch eine Schubkarre, also so Sachen für den Garten, aber auch Körbe, so zum Einkaufen. Und dann haben wir hier auch noch Essen, zum Beispiel Karotten oder Brötchen sind hier auch drinnen. Also hier ist wirklich alles drin, was in so einem Gemischtwarenladen drin sein könnte. Dann haben wir hier eine Kiste mit Grünzeug. Hier ist einmal eine Waldlichtung. Dann haben wir hier so ein Gemüsebeet. Das Gemüse ist aber in dieser Kiste von gerade eben drinnen. Hier ist zum Beispiel noch ein Hochsitz. Dann haben wir hier auch noch einen Hasenstall. Und einen Bienenstock haben wir auch noch. Und dann haben wir hier ganz viele Zäune, die einfach so ein bisschen auseinanderfallen. Dieser rote Zaun vor allem, der fällt bei uns dauernd auseinander. Und dann ist er hier gut aufgehoben. Und wir gehen weiter zu den größeren Sachen. Hier steht das Kaffee Cupcake. Da ist aber gerade ein bisschen Unordnung. Ich baue es dann immer auf, wenn ich das gerade brauche. Und hier steht die Skihütte. Hier steht da noch ein Teil von dem Schloss. Das ist das ältere Prinzessinnen-Schloss und da habe ich einfach so ein bisschen eine Konditorei eingerichtet. Ich benutze das eigentlich nicht wirklich, aber wer weiß, vielleicht kommt diese Kulisse doch mal zum Einsatz. Und im nächsten Regalfach steht hier dann noch eine Kiste. In dieser Kiste sind lauter Sachen für die Schule und den Kindergarten drinnen. Hier steht dann auch noch die Schule, die kommt dann auch irgendwann mal zum Einsatz. Hier ist dann noch eine Playmobil-Packung von einem Kinderschwimmbecken. Und hier ist das Museum, das hatte ich aber neulich umfunktioniert zu der Trampolinhalle. Und die Einrichtungssachen für dieses Museum sind auch noch in einer einzelnen Kiste drinnen. Und hier unten steht der Kindergarten. Und hier haben wir dann auch noch ein Baumhaus, das müsste ich aber auch mal wieder schön hinrichten. Und hier haben wir auch noch eine große Kiste mit Sachen drinnen, die etwas größer sind. Zum Beispiel dieses ganze große Fachwerkhaus hier oder Teile vom Campingplatz. Hier haben wir zum Beispiel auch noch einen Weihnachtsmarkt. Und hier sind auch noch zwei Grasplatten. Und jetzt gehen wir noch schnell diese Kisten hier durch. Ich zeige euch jetzt nicht alles, was wir haben, nur ein paar Sachen. Hier zum Beispiel in dieser Box sind so weihnachtliche Sachen drinnen oder Sachen für so Jahrmärkte.
Hier haben wir eine Box mit den Sachen zur Zoohandlung drinnen. Hier sind eher so Haustiere wie Hunde oder Katzen. Dann haben wir hier ein Fach mit lauter Besteck drinnen. Hier sind lauter gebastelte Sachen. Hier zum Beispiel eine Pizza. Hier haben wir lauter selbstgebastelte Kuchen. Unter anderem auch so eine Einhorntorte. Die ist aber leider kaputt gegangen, deswegen können wir die leider nicht mehr verwenden. In dieser Kiste sind unsere ganzen Menschen, die wir haben. Die meisten stehen aber gerade in irgendwelchen Kulissen. Und hier haben wir wirklich von Vampir bis zur Bäuerin alles. Und auch diesen komischen Weihnachtsmann, den wir mal als Grafen oder als Kaiser umfunktioniert hatten, haben wir so einen Mantel gebastelt, aber der sieht nicht so gut aus. In dieser Box haben wir lauter Einrichtungsgegenstände, auch selbst gebastelte, wie zum Beispiel dieses Sofa hier. Oder ja, hier Schränke. In dieser Box sind lauter Sachen zum Prinzessinnenschloss. Hier haben wir zum Beispiel so eine Ankleidepuppe und hier ein paar Röcke und diesen Thron, der ist zum Beispiel auch hier drinnen. Hier haben wir lauter Sachen zum Thema Mittelalter, weil Mittelalter haben wir früher sehr gerne gespielt. Und hier haben wir einfach noch so einen Marktstand, der ist ein bisschen auseinandergefallen, einen Ochsenkarren und noch vieles mehr, was halt zum Mittelalter passt. Dann ist hier unsere Winterlandschaft drinnen, so magische Bäume, die sind aus der Magic-Serie. Dann hier eine Eisplatte und hier lauter winterliche Menschen. Hier sind auch zwei Schneemänner und hier haben wir auch noch die Schneeburg. Ich würde sagen, ich beende jetzt hiermit diese Führung durch die Playmobil-Sammlung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich will nur noch sagen, ihr braucht wirklich nicht so viel Playmobil, um schön zu spielen. Es reichen oft auch einfach nur ein kleines Haus oder ihr könnt ganz viel selbst basteln, das haben wir früher auch immer gemacht. Aber wir hoffen trotzdem, euch hat dieses Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal nochmal ein. Und nochmal vielen, vielen Dank für 2000 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal und tschüss!